Hallo und willkommen bei MPC. Heute geht es um das Thema Glasfaser in München. Wir haben ja schon einige Videos gedreht zu dem Glasfaserausbau in anderen großen deutschen Städten und heute wollen wir uns den Glasfaserausbau in München anschauen. Gucken wir mal, was die Stadt München geplant hat. Ja, das Ziel ist, dass bis Ende dieses Jahrzehnts, bis 2030 circa, alle Münchner einen Glasfaseranschluss bekommen können. Eine Telekom investiert, um dieses Ziel zu erreichen, 500 Millionen Euro bis Ende 2030 und baut entsprechend massiv die nächsten Jahre aus. Die Stadtwerke München mit ihrer Tochtergesellschaft Mnet hat schon viel ausgebaut in der Vergangenheit, aber baut weiter aus. Weil das Ziel ist, ca. 1,5 Millionen Einwohner und ca. 90.000 Unternehmen mit Glasfaserinfrastruktur die nächsten Jahre zu versorgen. Wenn wir uns den Privatkunden und Bereich und den Bereich für kleine Unternehmen anschauen, dann gibt es im Wesentlichen drei Unternehmen, die den Glasfaserausbau vorantreiben in München. Das ist eine Telekom, das ist eine Mnet und das ist eine Deutsche Glasfaser. Die Telekom investiert, wie gesagt, ca. 500 Millionen Euro die nächsten Jahre und baut massiv aus und hat das Ziel, mit diesem Ausbau all die weißen Flecken, die bisher keine Breitbandanschlüsse haben im Glasfaserbereich, bis Ende dieses Jahrzehnts auszubauen. Und da gibt es diverse Ausbaugebiete, die momentan in Beschlag genommen werden, in denen momentan oder die nächsten Jahre entsprechend gegraben werden wird und die einzelnen Gebäude erschlossen werden. Ja, die Stadtwerke hat heute schon über 600.000 Glasfaseranschlüsse und wird dieses Thema weiter ausbauen. Da kommen zum Beispiel nochmal 20.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit dazu in diversen Ausbaugebieten. Ja, und als letzter eine Deutsche Glasfaser hat auch einige Ausbaugebiete, die eben deutlich weiter außerhalb liegen in dem Fall. Aber auch sie unterstützt letztendlich diesen deutlichen Glasfaserausbau für die nächsten Jahre. Schauen wir uns an, wie es im Bereich mittlere und große Geschäftskunden in München ausschaut. Ja, neben einer Telekom und Mnet, das sind die großen Platzhirsche, gibt es circa 10 weitere lokale, nationale und internationale Glasfaserbetreiber, die großen und mittleren und großen Geschäftskunden ihre Leistungen offerieren. Und das sind letztendlich dann symmetrische Highspeed-Glasfaseranschlüsse mit einer Bandbreite von heute bis zu 100 Gigabit pro Sekunde. Und es gibt natürlich schon viele Objekte im Münchner Einzugsbereich, die mit Glasfaser versorgt sind. Viele Gewerbeobjekte, die bereits ein oder mehrere Glasfaseranbieter im Keller haben, wo sich der jeweilige Mieter nur noch um den Anschluss von Keller bis hoch in die Mietfläche gegebenenfalls noch kümmern muss, um die Leistungen dann nutzen zu können. Aber es gibt natürlich immer noch viele Objekte auch, die kein Glasfaser haben, viele Gewerbeobjekte. Und da gilt die Faustformel, sind diese Objekte bis ca. 200 Meter von einer Trasse eines dieser oben genannten Anbieter entfernt, dann kann dieses Objekt individuell erschlossen werden und die Erschließungskosten trägt so sogar in der Regel der Anbieter, wenn der Kunde ein entsprechend hochwertiges Produkt mit dazu bucht. Ja, und das ist genau auch der Bereich, auf den wir uns als MPC fokussiert haben als Unternehmen. Das heißt, wir können Sie unterstützen, den passenden Anbieter zu finden, zu schauen, welche Anbieter sind gegebenenfalls schon in Ihrem Objekt vorhanden und können Sie direkt mit Glasfaser versorgen. Oder falls es noch keine Anschlüsse gibt, wer wäre ein geeigneter Partner, um Ihr Objekt mit einer Glasfaseranbindung zu versorgen und Sie anzugraben, wirklich individuell. Und das Ganze nicht nur für einzelne Internetanschlüsse, sondern auch vielleicht im Rahmen einer Standortvernetzung, bei der Sie ein SD-WAN planen und das Underlay, also die darunterliegenden Anschlüsse beschaffen müssen. Auch da können wir letztendlich dann an vielen Standorten dafür sorgen, dass Sie den jeweils passenden Partner, den passenden Netzbetreiber finden. Ja, wenn Sie weitere Fragen dazu haben, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos und treten Sie mit uns in Kontakt.